Herzlich willkommen zum Energate Digital Talk zur Reform des Paragraphen 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Die Neuregelung soll helfen, relevante Stromverbraucher im Verteilnetz besser zu integrieren. Und lange haben Politik, Regulierer und betroffene Branchenverbände um eine gemeinsame Lösung, gemeinsame Linie gerungen. Jetzt Ende November hat die Bundesnetzagentur endlich einen Plan zur Integration von E-Fahrzeugen, Wärmepumpen und Co. in die Stromverteilnetze vorgelegt. Wir wollen heute im letzten Talk des Jahres darüber reden, wie die betroffenen Akteure auf den nun erzielten Kompromiss reagieren, welche neuen Chancen sich ergeben, aber auch welche Herausforderungen sich jetzt aus der Neufestlegung ergeben. Und vor allem auch wollen wir diskutieren, welche Impulse die Neuregelung für die Digitalisierung der Verteilnetze liefern kann. Da besteht dringender Handlungsbedarf. Dazu begrüße ich unsere heutigen Gäste. Das ist zum einen Johanna Kardell. Sie ist Head of Regulatory Affairs für den Energiebereich bei der Volkswagen-Tochter Elli, einem Unternehmen, das im Kundenauftrag Wallboxen installiert und dadurch von der Regelung konkret betroffen ist. Dann begrüße ich Dr. Simon Kopmann. Er ist CEO des Kölner Softwareunternehmens Envelio, ein Unternehmen, das sich vor allem auf die Digitalisierung der Stromnetze digitalisiert hat und für das sich dann gegebenenfalls durch die Neuregelung auch ganz neue Geschäftsmodelle ergeben. Dann begrüße ich Dr. Henning Schuster. Er ist Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft eBridge, ein Beratungsunternehmen, das eine Kooperationsplattform zur Umsetzung des Paragraphen 14a bereits initiiert hat, an dem sich zahlreiche Netzbetreiber beteiligen. Und ich begrüße Sebastian Winter. Er ist Geschäftsführer der WMAG Netz GmbH, einen der großen ostdeutschen Verteilnetzbetreiber und damit eben ein Unternehmen, das sich wie alle Netzbetreiber jetzt sehr zeitnah mit der Umsetzung des neuen Paragraphen 14a befassen muss. Und dann freue ich mich, dass mein Kollege Ruben Bartke heute die Moderation übernimmt. Zum einen ist meine Stimme nach einer Grippe in der vergangenen Woche noch ein bisschen angegriffen. Zum anderen ist Ruben als Redaktionsleiter an unserem Standort in Essen, aber auch unser Experte für alle Stromthemen und damit wahrscheinlich auch der kompetentere Ansprechpartner beim Thema 14a für heute. Ruben, bevor ich jetzt direkt an dich übergebe, noch ein Dank an unseren heutigen Veranstaltungspartner Envelio. Außerdem geht ein Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen der DEV Conference Group in Frankfurt, die uns technisch bei der Durchführung des heutigen Talks unterstützen. Wir haben auf die heutige Veranstaltung eine tolle Resonanz, über 1000 Anmeldungen. Wir sehen also, es gibt ein großes Interesse, auch einen großen Informationsbedarf bei dem Thema. Wir wollen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch an unserem Talk beteiligen. Nutzen Sie dazu gerne den Chat oder auch das Q&A-Fenster und stellen Sie dort Fragen. Ich werde die Fragen einsammeln und dann im Laufe des Talks an unseren Moderator übergeben. So, oben. Und damit gehört der Talk dir. Viel Spaß. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die einleitenden und warmen Worte und auch natürlich herzlichen Dank an Sie für das Interesse. Chris, du hast es gesagt, wir haben eine Weile auf diese Festlegung gewartet zur Netzintegration steuerbarer Verbraucher. Jetzt ist sie da. Ja, die Bundesnetzagentur hat gesprochen und jetzt geht es natürlich darum, was steht eigentlich drin und was heißt das jetzt konkret? Darüber wollen wir sprechen. Vielleicht eingangs, damit wir alle so ein bisschen warm werden mit dem ja doch etwas sperrigen Thema, sollten wir tatsächlich mal darauf schauen, was beinhaltet die Festlegung, was sind die Kernaussagen, worum geht es überhaupt? Herr Schuster, vielleicht wollen Sie an der Stelle dazukommen. Sie haben sicherlich in den letzten Tagen sehr viel Zeit damit verbracht, diese Festlegung minutiös zu studieren. Was sind Ihre Kernerkenntnisse, die Sie aus der Lektüre mitgebracht haben? Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bartken, und auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, die Bundesnetzagentur hat gesprochen. Am 27. November war es endlich soweit und die finale Festlegung wurde veröffentlicht. Es war natürlich nicht so, dass man sich noch vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Und jetzt geht es natürlich darum, die doch ja, in der Festlegung letztendlich sehr knapp gehaltene
Regelwerk dann auch mit Leben zu füllen und umzusetzen. Im Kern oder Startpunkt der Festlegung ist natürlich die Netzanschlusspflicht. Also der Netzbetreiber kann den Anschluss von privaten Wärmepumpen und private Ladeinfrastruktur, Speicher, Klimageräte nicht mehr mit Verweis auf die Netzkapazitäten ablehnen oder verzögern. Und das hat natürlich dann eine riesige Folge, an dessen Ende quasi das größte Digitalisierungsprogramm der, würde ich sagen, der letzten Jahre im Stromnetz steht, bis ins letzte, bis in die letzte Ecke sozusagen des Stromnetzes. Denn um das Ganze zu ermöglichen, müssen Netzbetreiber in der Lage sein, Engpässe zu erkennen und im Falle eines Engpasses natürlich diese zu vermeiden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Und dazu wiederum muss ich in der Lage sein, die Spannungen und Ströme im Rahmen einer Netzzustandsanalyse zu erkennen zu können. Und ich muss in der Lage zu sein, dann auch über das Smart Meter Gateway die entsprechenden Anlagen, die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zu steuern. Dafür muss natürlich auch der Smart Meter Rollout stattgefunden haben. Also aus dieser kleinen Netzanschlusspflicht ist am Ende ein riesengroßes Programm, was uns mit Sicherheit die nächste Dekade beschäftigen wird. Im Raum steht natürlich, dass die Regelungen, die Festlegungen, zwei an der Zahl, jetzt schon am 1.1.2024 in Kraft treten. Das heißt aber nicht, dass, was ich gerade geschildert habe, dass das jetzt schon Realität sein muss, in Werktagen gesprochen sozusagen morgen, sondern wichtig ist, dass das Ganze auch mit Augenmaß stattfindet und dort, wo Engpässe entstehen, dass der Netzbetreiber einen guten Blick dafür hat, diese zu vermeiden. Heute ist das noch nicht flächendeckend der Fall. Aber aus diesen Regelungen stellen sich natürlich eine Menge von einzelnen Detailfragen und Umsetzungsfragen und Herausforderungen, aber auch Chancen. Und ich glaube, das wird auch das Gespräch heute aus vielerlei Blickwinkeln dann beschäftigen. Ja, okay. Herr Winter, vielleicht Sie an der Stelle. Sie sind ja derjenige, der vieles von dem, was in der Festlegung drin steht, am Ende umsetzen muss als Netzbetreiber. Also Sie sind ja nun mal der Chef eines großen deutschen Verteilnetzbetreibers und vieles darauf spielt komplett in Ihren Bereich rein. Wie war denn Ihre Reaktion bei der Festlegung? Hat die Freude überwiegt, dass das Ding jetzt endlich da ist, oder dann doch eher die Sorge, dass, wie Sie das denn alles umsetzen sollen? Herr Schuster hat es gesagt, der Zeitrahmen ist ja durchaus ambitioniert. Ja, vielen Dank. Also vielleicht nochmal aus Sicht eines Netzbetreibers. Natürlich gibt es immer Punkte, die man an dieser Stelle kritisieren kann. Aber dass wir jetzt hier eine Festlegung haben, ist in der Tat am Ende des Tages ein großer Mehrwert. Das ganze Thema hat ja eine Historie. Hat sogar eine relativ lange Historie, nämlich nicht nur die Festlegung der Bundesnetzagentur, sondern der ein oder andere im energiewirtschaftlichen Umfeld wird sich an den Namen erinnern. Da gab es ja mal noch vor ein paar Jahren dieses Thema Steuver-G, und da kommt das Thema ja eigentlich her. Hintergrund ist, dass wir mit dem Thema Energiewende und dem Voranschreiten, auch insbesondere auf der Verbrauchsseite, ja eine Dynamik haben auf einer Netzebene, wo wir sie früher nie hatten. Ja, und wo wir auch planerisch in der Vergangenheit nie die Notwendigkeit hatten, entsprechende Maßnahmen dafür vorzusehen. Also die Niederspannung war, wenn Sie jetzt mal 10, 15 Jahre zurückgehen, war das ein sehr ruhiges Fleckchen. Ich glaube, wenn Sie noch weniger zurückgehen, ist das immer noch sehr ruhig. Und erst dadurch, dass sich solche Themen wie Elektromobilität entwickelt haben, wie sie sich nun mal entwickeln und wie sie sich hoffentlich in der Zukunft noch weiterentwickeln, haben wir das überhaupt. Aus Sicht des Netzbetreibers ergibt sich damit natürlich die Notwendigkeit zu sagen, ich muss dieses ganze Thema hier im Sinne meiner Prioritäten aufgreifen und ich muss damit umgehen. Das bedeutet nicht nur, dass ich meinen Kunden versuche, alle Flexibilität, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, einzuräumen, die ich vertreten kann. Ich muss eben auch dafür sorgen, dass ich diese ganze Situation beherrsche. So, und daher kam ja ursprünglich, da hat das BMWK ja seinerzeit einen langen Prozess geführt,
kam ja ursprünglich auch dieser Wunsch von den Netzbetreibern, wir brauchen hier eine pragmatische Umsetzungsmöglichkeit, um mit dieser neuen Dynamik umgehen zu können. Deswegen würde ich tatsächlich auch Herr Schuster, der Kern bei dieser Netzanschluss, wie ich gesehen habe, ein Stück weit widersprechen aus Sicht des Netzbetreibers. Für mich liegt der Kern hier tatsächlich darin, dass wir als Netzbetreiber mit dieser Festlegung jetzt erstmals die Möglichkeit haben, einen praxistauglichen Zugriff zu bekommen zu diesen Anlagen, um diese im Bedarfsfall dimmen zu können. Das ist ein ganz wesentliches Element, wenn es um das Thema einer sicheren Integration neuartiger Verbraucher geht. Da reden wir über all die Kategorien, also von Speichern, mobilen Speichern, dann Elektrofahrzeugen, über die entsprechenden Wallboxen, über Wärmepumpen. Und das ist ein ganz wesentliches Element, um hier eine sichere Integration durchführen zu können und vor allen Dingen auch eine schnellere Integration. Weil als Netzbetreiber können Sie, und das hat ja im Kern jetzt auch die Regelung hier bestätigt, können Sie immer dann beruhigter, ja, ich will nicht sagen, die Hände in den Schoß legen, aber mit solchen Entwicklungen umgehen, wenn Sie Hebel haben, um das, um dem irgendwie zu begegnen, um hier schalten zu können. Vor dem Hintergrund, gar keine Frage, ist es eine sehr positive Festlegung. Es bleibt aber natürlich das große Thema, wie kriegen wir das jetzt in die Praxis? Das hatten Sie ja gerade eben selber gesagt. Ich glaube, die Bundesnetzagentur spricht selber auf ihrer, ich hatte es im Vorgespräch ganz kurz mal erwähnt, mit einem leichten Schmunzeln, die Bundesnetzagentur spricht selber davon, dass die Festlegung jetzt zeitnah praxistauglich konkretisiert werden muss. Und auch der Herr Schuster hatte richtigerweise gesagt, die Festlegung gibt jetzt einen gewissen Rahmen vor. Aber gerade wenn ich jetzt in die praktische Umsetzung gehe, nein, was bedeutet das für das Thema Steuerung selbst? Aber vor allen Dingen, was bedeutet das für alle nachgelagerten Prozesse, die da kommen? Für das Thema Marktkommunikation, für das Thema Abrechnung und. Da sind wir natürlich darauf angewiesen, in der gesamten Branche mit der gesamten Komplexität dort massentaugliche Prozesse zu haben. Und da ist noch ein Stück des Weges vor uns. Das müssen wir noch konkretisieren. Die Netzbetreiber sind jetzt aufgerufen, gemeinsam mit den relevanten Marktteilnehmern hier entsprechende Lösungen dann zu entwickeln, entsprechende Standards umzusetzen. Natürlich immer unter dem wachen Auge der Bundesnetzagentur. Aber so schön es ist, dass wir jetzt hier eine gewisse Sicherheit für alle Beteiligten haben, so klar muss man auch sagen, da ist jetzt der ganze Weg noch nicht bestritten. Und für die Umsetzung, da werden wir sicherlich noch einige Zeit brauchen, gerade für die Konkretisierung dieser Punkte und einheitlicher Vorgaben. Weil ich kann es nur wiederholen, am Ende des Tages, bei den Zahlen, über die wir reden, bei den Zahlen, die wir uns ja alle wünschen für flexible Verbrauchseinrichtungen, wir wollen ja einen schnellen Hochlauf der Elektromobilität, wir wollen ja mehr Wärmepumpen, mehr Klimaschutz dann auch bei den Verbrauchern in den Netzen, ist diese Massentauglichkeit einfach das Auto. Okay. Frau Gadell, vielleicht an der Stelle mal Ihre Sicht. Sie sind ja als, mein Kollege Chrysilos hat es angesprochen, Sie sind ja sozusagen dann die andere Seite des Netzes, diejenigen, die ja nicht steuern, sondern dann womöglich künftig gesteuert werden. Also nicht Sie persönlich, sondern die Wallboxen, die Sie ja installieren. Und jetzt wissen wir ja auch, dass gerade aus der Ecke der Automobilwirtschaft beim Thema 14a sehr kritische Töne angeklungen sind. Da gab es ja auch Ängste, dass das ganze Thema Elektromobilität leiden könnte, der Hochlauf der Elektromobilität sozusagen damit ein Bärendienst erwiesen wird, weil der Endkunde vielleicht gar nicht so begeistert ist von der Idee, dass da ein Netzbetreiber irgendwie in seiner Hardware, in seinem Vorgarten oder wo immer die Wallbox steht, da eingreift. Daher die Frage, was können Sie mit dieser Festlegung anfangen? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Und wie zufrieden sind Sie denn überhaupt mit diesem Ergebnis vor dem Hintergrund? Merkt es schon so ein bisschen, Herr Schuster sprach von dem, für den Nutzer gibt es eben die Möglichkeit, diesen Anschluss, die Anschlussmöglichkeit auf jeden Fall gesichert zu haben. Herr Winter sprach von den Steuerungsmöglichkeiten, die Sie jetzt eben als Netzbetreiber haben. Also man kann schon sagen, da ist einfach für jeden irgendwie was dabei. Ich finde es tatsächlich auch sehr ausgewogen. Also jeder, also beispielsweise für uns war immer das Thema eigentlich der Freiwilligkeit. Jetzt gibt es eben den Zwang ab, für alle Anlagen ab dem 01.01.24 teilzunehmen.
Das ist jetzt was, das kann man auch mit guten Argumenten theoretisch anders sehen. Aber so ist es jetzt eben und dafür bekommen die Verbraucherinnen und Verbraucher eben aber tatsächlich eben diesen schon angesprochenen diesen Netzanschluss. Man bekommt auch eine pauschale Netzentgeltreduktion, was auf jeden Fall hilfreich ist, um es auch zu erklären. Gleichzeitig geht es hier eben jetzt auch nicht per se um Abschalten, sondern eben immer um dieses berühmte Wort Dimmen, also eben um eine Leistungsreduktion. Und aber was für mich auch tatsächlich noch das Wichtigste ist, ist schon ganz klar, es handelt sich hier um ein Notfallinstrument, also das ist jetzt kein Regelinstrument. Und gerade eben die präventive Steuerung im Übergang, also wo man tatsächlich nicht auf Basis von Informationen, sondern auf Basis von Prognosen steuert, da gibt es sehr klare Grenzen, das ist auf 2 Jahre begrenzt. Und eben auch vor allen Dingen im Nachhinein ist es schon so, dass jede Steuerungshandlung ab März 25 muss veröffentlicht werden, postleitzahlscharf. Da können Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch schauen. Und Netzbetreiber müssen im Umkehrschluss aber tatsächlich auch gleichzeitig nachweisen, was dagegen getan wurde, wie sie dann eben auch vorhaben, dieses Problem zu beheben, dass es eben in Zukunft nicht mehr zu Steuerungshandlungen kommen kann. Und ganz wichtig für uns auch, also diese Festlegung macht eben tatsächlich auch den Einstieg in zeitvariable Netzentgelte. Das ist ein Riesenunterschied zu vorher. Und das kommt dann erst 25, aber da gibt es schon auch, also erhoffen wir uns viel, viel Möglichkeiten, eben auch das gesamte Energiesystem zukünftig stärker zu flexibilisieren. Und Sie sprachen auch von Herausforderungen. Da ist es natürlich jetzt, das ist jetzt wirklich, denke ich, eher der Anfang von vielen weiteren Themen, die dann auch im Nachhinein erst aufkommen. Also gerade bei der technischen Umsetzbarkeit der Steuerung, da gibt es schon noch viele Fragen. Also der Status quo ist ja tatsächlich so, dass man, die MNSA spricht davon, dass man über Relaiskontakte oder auch vorgeschaltete Schützen steuert. Zukünftig muss das dann über das Smart Meter Gateway mit einer Steuerbox und dann als Direktansteuerung oder über ein Home Energy Management System passieren. Und das ist tatsächlich erstmal soweit in Ordnung, jetzt auch nicht so überraschend. Und aber das ist jetzt auch gar nicht so trivial. Und positiv ist da erstmal, dass die BNSA da zumindest auch die EEPUS-Schnittstelle erwähnt, dass sie davon ausgeht, dass die funktioniert. Oder sie wird als explizit geeignet erwähnt. Auch die gerade veröffentlichte technische Richtlinie -5 nimmt EEPUS auch als Beispiel auf. Schöner wäre das jetzt noch gewesen, wenn das so eine Art das Mindestumfang gewesen wäre, also dass das auch dauerhaft auch eine Schnittstelle wäre, auf die man sich eben verlassen kann, auch als Entwickler. Aber Herr Winter sprach das eben auch schon an, also da wird es jetzt auf jeden Fall bis zum Q3 kommenden Jahres Diskussionen geben, wie man denn eben tatsächlich genau diese Steuerungshandlung auch kommuniziert, an welche Schnittstellen und wie das dann eben auch langfristig gut funktionieren kann. Und da sind wir sicherlich noch auf jeden Fall nicht am Ende der Diskussion. Dürfte ich einen Punkt ergänzen? Ja, genau. Denn vielleicht auch noch zur Einordnung von 14a. Das löst natürlich jetzt noch nicht alle Themen, denn die Flexibilität in der Niederspannung wird ja gebraucht fürs Stromsystem und auch für höhere Spannungsebenen. Das ist jetzt alles nicht Gegenstand von 14a, aber ohne die Fähigkeit, die Herr Winter angesprochen hat, lokale Engpässe dann entsprechend durch direkte Steuerung als Ultima Ratio dann zu lösen und technisch dazu in der Lage zu sein, das ist erst der Startpunkt und die Grundvoraussetzung, quasi eine smarte Sicherung für alle weiteren Anwendungszwecke, die dann die Flexibilität dann eingesammelt und auch dem Markt oder dem Netz dienlich dann angeboten werden kann. Das ist vielleicht ein Thema, auf das wir vielleicht auch nochmal genauer eingehen sollten, was sich daraus vielleicht dann an der Stelle noch ergibt. Zuvor würde ich ganz gern Herrn Kuppmann mal dazu holen. Herr Kuppmann, Sie sind ja als Dienstleister, unterstützen Sie ja so Netzbetreiber dabei, die Netzinfrastruktur digital abzubilden. Das heißt, Sie haben eigentlich ganz gute Einblicke in den Status quo der Netzinfrastruktur. Und da soll ja jetzt sehr viel Transparenz rein.
weil ja diese Transparenz überhaupt Voraussetzung ist dafür, dass wir wissen, wann wir dimmen müssen und wen wir überhaupt dimmen müssen. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben, wie stellt sich denn dieser Status quo aus Ihrer Sicht dar? Wie viel wissen wir denn aktuell, also aus Sicht der Netzbetreiber, über den Zustand der Netze und wie lässt sich das denn dann künftig lösen? Ja, genau. Also ich glaube, wir als Envelio, wir setzen dann eben genau an der Stelle der Konkretisierung an, die jetzt eben auch schon angeklungen ist beim Herrn Winter und auch bei der Frau Kardell. Also wie bringt man das Ganze in die Praxis und wie kann eine Praxis taugliche Umsetzung und auch eine massentaugliche Umsetzung insbesondere aussehen? Und von daher aus unserer Seite erstmal sehr gut, dass es jetzt auch Klarheit gibt mit der Festlegung und auch nochmal ein paar Schnittstellen definiert worden für die weitere Umsetzung, dass es da auch wirklich weitergehen kann. Genau, und nochmal auf Ihre Frage einzugehen. Was ist so da der aktuelle Stand? Da ist es eben genau so, wie auch eben beim Herrn Winter schon angeklungen, im Niederspannungsnetz ist in der Vergangenheit 10 Jahre zurück nicht so wahnsinnig viel passiert. Das heißt also, traditionell ist es erstmal die Spannungsebene, wo halt keine Informationen über den Live-Zustand des Netzes verfügbar sind. Es gibt keine Messtechnik dafür oder es gab keine Messtechnik in der Vergangenheit dafür und auch kein System, was diese Informationen in irgendeiner Form ausgewertet hat. Und genau das muss sich jetzt eben ändern. Und wie Sie, Herr Barth, eben schon ganz richtig sagten, ist dafür erstmal die Grundvoraussetzung, dass es ja einen digitalen Zwilling, ein digitales Modell des Netzes gibt. Und dieses Modell des Netzes muss dann eben zusammengebracht werden mit Messungen im Netz, um dann halt in die Netzzustandsermittlung hineinzugehen, die dann erstmal die Grundlage dafür ist, dass der Netzbetreiber erstmal weiß, an welchen Stellen habe ich denn auch wann Engpässe, um dann auch wirklich nur im Bedarfsfall, wie auch eben schon angeklungen, dann auch wirklich einzugreifen. Mhm. Genau, und dafür ist halt schon noch eine Menge, auf jeden Fall eine Menge zu tun aus unserer Sicht. Und da ist es jetzt auch gut, dass die Festlegung da ist, weil das halt, glaube ich, nochmal so ein Push ist, dass es jetzt auch wirklich in Richtung Umsetzung geht und auch ja, Rollout von Messtechnik. Auf der einen Seite können das ja eben intelligente Messsysteme sein, also die Smart Meter über den TAF 10 Anwendungsfall, die eben Live-Informationen über den Netzzustand bereitstellen, aber eben auch Messungen in Ortsnetzstationen, die durch den Netzbetreiber ausgebracht werden. Und gerade für ja so die typische Algorithmik in der Netzzustandsschätzung ist es eben schon sehr wichtig, dass eigentlich auch die Station mit gemessen wird und die Abgänge gemessen werden. Also es hat einen sehr großen Einfluss auf diese Ermittlung. Deswegen ist da eben jetzt dann auch wirklich die gezielte Ausbringung dieser Messtechnik eben eine sehr wichtige Grundvoraussetzung, um dann eben diese Überwachung in den Netzen aufzubauen und die Grundlage für 14a letztendlich zu haben. Heißt das, haben wir denn jetzt alles, was wir brauchen, um die Netze an der Stelle smart zu machen? Vielleicht, Herr Winter, auch eine Frage für Sie. Haben Sie mit dieser Festlegung und ganz grundsätzlich, was der Markt so hergibt, alles, was Sie brauchen, um die Netze so smart zu machen, wie 14a das erfordert? Oder gibt es da noch irgendwie Grundlagenthematiken, über die wir sprechen müssen? Weil der Schritt zu einem digitalen Verteilnetz ist ja schon ein großer. Ja, also natürlich sorgt die Festlegung jetzt nicht dafür, dass wir magisch die Technik im Backend und dann in unserem Netz haben, die wir brauchen, um das zu tun. Herr Kuppmann hat ja gerade nochmal darauf hingewiesen, ich hatte das ja eben schon gesagt, die Situation, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist einfach eine fundamental andere, als was sie früher hatten. Früher war diese Technik dort nicht notwendig und vor dem Hintergrund haben Netzbetreiber auch schlicht und ergreifend gesagt, gut, dann bauen wir sie nicht ein, weil das wäre ineffizient. Jetzt hat sich die Lage gewandelt. Wir haben dort mehr Dynamik. Wir haben auch, das muss man auch sehr klar sagen, wir haben auch die Kundenanforderung, dort mehr Dynamik möglich zu machen. Und das werden wir als Netzbetreiber tun. Das ist aber dann mit den eben schon skizzierten Herausforderungen verbunden. Ganz praktisch gilt es jetzt, da in einem Schritt jetzt erstmal die Beobachtbarkeit des Netzes dann auch wirklich herzustellen. Da sind, soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, momentan so ziemlich alle dran, dieses Thema jetzt auch nochmal zu pushen. Da geht es um ganz unterschiedliche Dinge, weil da auch vieles tatsächlich zusammenkommt. Also wir brauchen zum einen, brauchen wir Messtechnik. Ja, das brauchen wir in unserem Netz selbst, wenn ich beispielsweise an die entsprechenden Stationen denke, die wir dort mit Messtechnik ausstatten müssen. Wir müssen aber auch
eine entsprechende Beobachtbarkeit sicherstellen, dann der einzelnen Kunden und das in einem hinreichenden Maße, damit wir, und da bin ich wieder beim Thema Effizienz, dann unter Nutzung von State Estimation auch wirklich ein aktuelles Bild, im Stand mal dieses Wort digitaler Zwilling im Raum, ein aktuelles Bild des Zustandes unseres Netzes bekommen. Das ist dort Neuland. Da sind natürlich alle dran. Diese Festlegung fiel ja jetzt auch nicht vom Himmel. Das heißt, man konnte schon ein Stück weit eine gewisse Vorarbeit leisten. Jetzt sind mit der Festlegung natürlich nochmal einige Konkretisierungen getroffen, die es dann auch möglich machen, dass man hier einen Schritt weitergeht. Es ist immer schwierig, Leute oder Dienstleister loszuschicken, wenn sie sagen müssen, na, so genau wissen wir es noch nicht, beziehungsweise das ist dann mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Und deswegen hat man da sich auf die Dinge vorbereitet, auf die man sich vorbereiten kann, aber natürlich kann man jetzt nochmal anders loslegen. Nichtsdestotrotz, ich hatte es ja eben schon gesagt, diese Festlegung spannt jetzt einen Rahmen auf, macht jetzt aber in diesem Rahmen auch nochmal ganz konkret die Anforderungen auf, Dinge zu koordinieren, um sie für den Massenprozess tauglich zu machen. Und das ist natürlich jetzt ein Branchenprozess, der geführt werden muss. Da liegt die Federführung am Ende des Tages sicherlich bei den Netzbetreibern, das zu tun, natürlich unter Einbindung der anderen Marktakteure. Das haben wir ja bei diversen anderen Themen auch schon. Und da muss man jetzt einfach zu diesem Thema, ja, ich habe das Schlagwort jetzt schon mehrfach gebracht, zu diesem Thema Massentauglichkeit kommen, weil das natürlich für uns das A und O ist. Also wir können bei der großen Zahl, das können wir nicht über händische Prozesse ziehen, das ist einfach nicht abbildbar. Da muss es am Ende des Tages, muss es ein System geben, wie das wie jeder andere Vorgang auch durch die Marktkommunikation läuft. Wenn Sie jetzt an die praktischen Herausforderungen gehen, die sich dann darüber hinaus ergeben, dann ist natürlich 14a momentan nicht das Einzige. Ne? Also wenn wir jetzt mal schauen, was gibt es noch so, dieses Thema Preisbremsen dürfte dem einen oder anderen noch im Ohr sein. Wir hatten 24 Stunden Lieferantenwechsel. Das heißt, wir haben schon eine Situation, in der momentan viele Dinge dort gleichzeitig passieren. Und das trifft natürlich auf einen Anbietermarkt an Dienstleistern. Und da muss man ganz klar sagen, wir reden dort in der Regel oder zumindest ganz, ganz oft von Dienstleistern, auf die die Netzbetreiber da zurückgreifen, der angespannt ist. Ich glaube, ich brauche das Thema Fachkräftemangel an der Stelle auch gar nicht erwähnen. Noch zusätzlich, das macht sich bisweilen bei uns selbst, aber auch bei unseren Dienstleistern bemerkbar. Also das ist schon ein dickes Brett, das dort an der Stelle gebohrt werden muss. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, damit ist jetzt ein guter Rahmen geschaffen. Aber es gibt dann doch noch so einiges, was da zu tun ist, um das dann in die Praxis umzusetzen. Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben Sie das Thema der praktischen Herausforderungen sehr schön eingeführt. Herr Schuster, vielleicht Ihr Blick dazu. Sie sind ja auch viel im Austausch mit Netzbetreibern. Was sind so da die Herausforderungen, die Sorgen vielleicht auch, die da an Sie herangetragen werden? Und was für Handlungsempfehlungen würden Sie daraus ableiten, aus Ihrer Sicht? Ja, genau. Ein Aspekt, der damit einhergeht, ist natürlich das, was wir gerade skizzieren hier, das ist natürlich dieses Zielbild, was am Ende der ganzen Umsetzung steht, der digitale Zwilling, der automatisiert, auch steuert, auf Daten aufsetzt. Und der Weg dahin, der ist natürlich ziemlich lang. Wichtig ist, dass dieses Zielbild sich nicht auf die Umsetzung von 14a jetzt beschränkt. Herr Winter hat es angedeutet, das ist in den Gesamtbild einzuordnen, einmal der Digitalisierung des Netzes. Aber wenn wir auch über die Systemführung sprechen, dann haben wir ja schon, starten wir auch nicht im luftleeren Raum, sondern das muss auch sich gut einbetten in die Gesamtthema, in das Gesamtthema. Das heißt, damit zu beginnen, wo möchte ich eigentlich am Ende landen und wie sieht mein Gesamtbild oder mein Gesamtkonstrukt als digitaler Netzbetreiber aus? Das ist eine Übung, die muss man jetzt quasi zu dem jetzigen Zeitpunkt noch ergänzen zur reinen Umsetzung der Festlegung der mechanischen. Das steht ganz am Ende. Ist aber auch wichtig in der Einordnung, dass das jetzt nicht morgen so Realität wird. Herr Winter sprach davon, dass mehrere heute schon dabei sind. Ich kenne oder wir unterstützen natürlich auch viele dabei, die jetzt mit dem Thema beginnen, was auch gar nicht komplett schlimm ist. Denn es geht natürlich darum, das Ganze auch zielgerichtet, effizient, pragmatisch umzusetzen, das heißt, drohende Engpässe zu lösen. Das heißt, ein erster Schritt, eine erste Handlungsempfehlung ist auch mal Transparenz zu schaffen. Wo erwarte ich denn eigentlich, wann Engpässe, in welchem Bereich und was sind die Grenzpunkte? Wir nennen das Netzradar oder bieten unseren Kunden so ein Netzradar-Netzcheck an,
um dann überhaupt mal einzuordnen, über was rede ich denn jetzt hier eigentlich. Echt nur jetzt loszulegen und eine Software zu kaufen und zu implementieren, das muss ich schon in ein gutes Konzept einordnen. Und dann ein weiterer Aspekt, den wir jetzt auch feststellen, ja, ist, dass wir hier bei dem Thema 14a wirklich bis in den Haushalt herein, hinter dem Smart Meter Gateway, hinter dem Energiemanagementsystem, da ist auf einmal auch eine Welt, die mit dem Netzbetreiber jetzt nicht tagtäglich bisher in der Systemform beispielsweise zu tun hatten, da war es eine Last, ja. Und jetzt auf einmal ist da ganz viel, auch eine der weißen Flecken, Herr Winter sprach es an, wo man noch so gar nicht richtig weiß, wie man damit umgeht und was jetzt erstmal noch Schritt für Schritt ausgestaltet wird. Wir sprechen auch viele Installateure, Kunden, die jetzt mitgenommen werden müssen, massenweise mit ganz, ganz vielen Fragen. Das ist quasi dann auch etwas, wir haben da so eine Art Startup-Paket mal entwickelt, wo eben Kundeninformationen, auch Schulungen für Installateure, Abrechnung, die Einbindung in die ERP-Systeme, das sind so die ersten Schritte, die würde ich jetzt sehr pragmatisch und auf Sicht angehen und dann mir ein Gesamtbild verschaffen und darauf dann Schritt für Schritt hinzuarbeiten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anforderungen an mein Netz, denn dahinter steckt natürlich ganz viel Unsicherheit. Ja, wir sehen den Hochlauf der Wärmepumpen, der Elektromobilität mit der Ladeinfrastruktur. Und dann hängt das natürlich auch so ein bisschen davon ab, was passiert denn mit der Elektromobilität? Wie wird das in Aggregation gesteuert? Dann haben wir höhere Gleichzeitigkeiten. Da erstmal sozusagen als Startpunkt, bevor man losgeht und Paragraph für Paragraph umsetzt, gehört dazu. Und dann, Sie sprachen es an, glaube ich, ganz wichtig, die Anforderungen, die Komplexität und einfach diese schiere Vielschichtigkeit übersteigt natürlicherweise die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen, insbesondere der vielen kleineren Netzbetreiber. Und hier ist unser Tipp, sich zusammenzutun. Es gibt so viele Synergien, und auch im Austausch mit anderen kann man das sehr gut machen. Da gibt es verschiedene Foren. Klar, wir unterstützen eins, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist auch eine Handlungsempfehlung, die wir zu Beginn setzen. Und ich glaube, allein schon in der Aufzählung war für das erste Halbjahr nächsten Jahres eine Menge zu tun. Nur wie gesagt, nicht direkt beginnen mit dem voll digitalen Zwilling. Das wird sich auch Stück für Stück jetzt noch ausgestalten. Ich würde das vielleicht ganz gerne ergänzen, noch von meiner Seite. Also Zustimmung, glaube ich, zu vielen von den Punkten, also insbesondere auch das Thema, dass es natürlich nicht überall im Netz sofort 14a-Steuerung erforderlich ist, sondern dass man sich auch erstmal als Netzbetreiber Klarheit darüber verschaffen muss, an welchen Stellen im Netz wird es denn überhaupt eng, um dann vielleicht auch priorisiert dort Messtechnik auszubringen. Aber daneben sehe ich schon noch einen Strang, zur technischen Umsetzung, dass man also tatsächlich auch anfängt, schon nochmal die gesamte Kette aufzubauen, inklusive der Steuerkette, weil da kommen eben schon ein paar neue Schnittstellen dazu. Also das Steuersignal muss vom Netzbetreiber über eine neue Standardschnittstelle zum Messstellenbetreiber, um dann halt auch zu testen, kommt es denn auch wirklich beim Smart Meter Gateway an, kann dann auch wirklich gesteuert werden. Und ich glaube, nur durch das Ausprobieren und Verproben auch dieses gesamten technischen Durchstichs kommt man dann auch auf Punkte, wo man halt sieht, okay, da gibt es jetzt vielleicht auch noch Kinderkrankheiten in den Prozessen und an der und der Stelle muss man jetzt vielleicht auch noch was tun, um dann wirklich auf die Massentauglichkeit zu kommen. Genau, und das wäre noch so eine ergänzende Handlungsempfehlung zu dem, was der Herr Schuster gerade gesagt hat, dass das also auch nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte, weil man eben nur durch dieses Verproben dann auch zu einem Punkt kommt, dass man einfach Learnings macht, die man für das spätere Produktivsystem dann eben braucht. Vielleicht Herr Schuster sprach gerade von diesem Zielmodell. Ich finde tatsächlich auch, dass der BNSA das mit dieser finalen Festlegung deutlich besser gelungen ist, da auch irgendwie Dinge zusammenzuführen. Also weil es gab eben auch mal den Moment, wo beispielsweise es gab die 14a-Diskussion. Gleichzeitig gab es das Messstellenbetriebsgesetz mit dem Smart Meter Rollout, wo immer klar war, also nicht ganz klar war, wie geht das jetzt irgendwie zusammen? Und hier finde ich die Verweise aufeinander deutlich besser jetzt geworden. Und eben gerade auch mit dieser Idee, dass man steuert nicht auf Basis von Erwartungen, beispielsweise sechs kommen alle nach Hause und wollen laden oder eben ähnliches, also dass man tatsächlich auch sagt, dieses Steuern auf Basis von
von tatsächlich auch, Festlegung, das ist nicht genau das, was man will, sondern Ziel ist Steuern auf Basis von Evidenz. Also indem man guckt, wie ist das Netz, ist es wirklich notwendig und dann tatsächlich nur dort steuert und nur dann steuert, wenn es wirklich wichtig ist. Und da hat ja auch gerade nochmal auch die BNetzA selber so ein bisschen mit ihrem Bericht zum Zustand der Verteilnetze ganz gut gezeigt, wie viel da eigentlich noch zu tun ist. Also gerade diese Echtzeitdaten, die man eben auch dafür braucht, die haben eben nur die wenigsten Verteilnetzbetreiber aktuell. Ja, absolut. Ja, vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz ergänzen. Ich kann das sehr gut verstehen, was die Kollegin gerade sagt. Ich glaube, so ein bisschen ist diese Angst aber vielleicht etwas stärker als die realistische Perspektive da gewesen. Also der Netzbetreiber steuert natürlich nicht, wenn er kein Problem hat am Ende des Tages, ne? Weil von Anfang an ist zum einen, was ist die Motivation, die ich da habe an der Stelle, zum anderen, dann habe ich natürlich sofort Diskussionen zu diesem Thema, sei es jetzt mit Regulierungsbehörden, aber vor allen Dingen auch bei unseren Kunden, die uns dann fragen, warum greift ihr hier in das System ein, wenn gar keine Notwendigkeit besteht? Ich verstehe die Sorge, absolut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, die ist am Ende des Tages aber ein Stück weit immer unbegründet gewesen, dass der Netzbetreiber da einfach reinregelt, wenn es keine Notwendigkeit gibt. Grundsätzlich versuchen wir natürlich unsere Netze so bedarfsgerecht auszubauen, so stark wie möglich auf diese Anforderungen. Und für uns ist es jetzt aber auch vor allen Dingen auch, und das ist vielleicht ein Punkt, der bisher noch nicht so reingekommen ist, für uns ist es natürlich jetzt auch nochmal ein Instrument, wie wir im Rahmen begrenzter Ressourcen jetzt vielleicht auch mal temporär gewisse Situationen überbrücken können. Wenn ich mir vorstelle, bin ich jetzt persönlich nicht, aber gerade im städtischen Bereich, wenn ich vielleicht schon alle den halben Stadtring aufgerissen habe, kann ich vielleicht durch eine Steuerung überbrücken, dass ich jetzt die komplette Innenstadt nicht mehr vom Verkehr zugänglich mache, weil ich dort auch noch die andere Seite des Rings aufreißen muss, sondern ich kann sagen, okay, dann versuche ich diese knappen Ressourcen, die ich habe, so einzusetzen, dass ich diese Dinge gegeneinander abwägen kann. Und da ist natürlich jetzt 14a auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Herr Winter, vielleicht geben Sie uns doch mal einen Einblick, wie sehr Sie tatsächlich, weil das war ja auch das, was in der öffentlichen Debatte einen Großteil der Aufmerksamkeit auf das Thema ausgemacht hat, dass Verbraucher abgeregelt beziehungsweise richtiger ist ja gedimmt werden. Geben Sie uns doch mal einen Einblick als Netzbetreiber, wie sehr planen Sie denn tatsächlich damit, oder wie, wenn Sie es jetzt schon sagen können, tatsächlich eingreifen zu müssen in die Netzflüsse? Die Bundesnetzagentur sagt ja selbst, es wird die Ausnahme, die absolute Ausnahme bleiben, dass tatsächlich ein Netzbetreiber, ein Verbraucher irgendwie steuert. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar? Also das wird natürlich unterschiedlich sein für unterschiedliche Netzbetreiber und insbesondere unterschiedliche Netztypen. Ich hatte ja gerade schon beispielsweise den städtischen Netzbetreiber, was auch da große Unterschiede gibt, hervorgehoben im Vergleich zum Flächennetzbetreiber. Da sind wahrscheinlich die Kollegen in den Städten, die ja auch extrem lastdominiert sind, dann nochmal anders betroffen. In der Tat muss man aber sagen, dass die Verteilnetze, wie wir sie hier in Deutschland haben oder das Netz allgemein, da kann ich auch die Kollegen aus den Übertragungsnetzen mitnehmen, eigentlich sehr, sehr, sehr gut ausgebaut sind. Sie haben das gemerkt oder sie merken das daran, dass sie es eigentlich nicht merken, dass es irgendwelche Probleme mit den Netzen gibt, weil am Ende des Tages, wenn sie hier mal eine Versorgungsunterbrechung haben, dann ist das was, da erzählen sie dann den Kollegen von, oh, jetzt ist hier nochmal irgendwas passiert. Wir haben es geschafft, auch diese ganze Dynamik der letzten Jahre, sowohl in der Lastseite als auch im Einspeisebereich, eigentlich sehr, sehr gut mitzufahren. Und ich würde behaupten, dass wir eigentlich in Deutschland eine Situation haben, wo für das, was jetzt vielleicht direkt vor der Brust liegt, in der breiten Fläche, wir nach wie vor sehr, sehr gut ausgebaute Verteilnetze haben. Ich gehe auch davon aus, dass vor diesem Hintergrund viele vielleicht erstmal gar nicht darauf zurückgreifen werden müssen, dass sie hier aktiv steuern. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Instrument zu haben, weil sie immer mal lokale Hotspots am Ende des Tages haben können, dass es jetzt doch irgendwie so einen Effekt gibt. Ganz profanes Beispiel. Wir haben irgendwo einen Bereich, da gibt es jetzt ein großes Ortsfest und dann hat irgendjemand einen tollen neuen Tesla und dann entscheiden sie sich, oder ein entsprechendes Produkt eines deutschen Herstellers,
dann entscheiden sich alle oder werden ganz viele überzeugt, sich in kurzer Zeit dann auch so ein Auto anzuschaffen. Sondern dann haben sie plötzlich einen lokalen Effekt, wo sie ganz, ganz viele neue Wallboxen an der Stelle kriegen. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass sie mal lokal eine solche Situation haben, wo sie jetzt mit dieser Entwicklung dann nicht so schnell hinterherkommen, also mit dem Thema Netzausbau. Und da ist es natürlich gut, ein solches Instrument in der Hand zu haben. In der Fläche, ich wiederhole es jetzt nochmal, gehe ich aber auch nicht davon aus, dass wir jetzt im großen Stile entsprechende Steuerung sehen werden. Wie sich das dann weiterentwickelt, muss man schauen, wie dort der Hochlauf von Elektromobilität ist, wie sich das Thema Wärmepumpen entwickelt und. Das ist schwer zu prognostizieren und dann trifft das zu, was ich eben sagte. Da muss man dann auch jeweils auf die Netztopologie schauen, wie es da aussieht. Vielleicht auch, wann diese Netze dann jeweils lokal geplant wurden. Da geht man sicherlich heute in einem Neubaugebiet anders vor, als wenn man jetzt ein Bestandsnetz hat. Also das sind dann ganz, ganz viele Faktoren. Da ist die Realität vor Ort immer das Entscheidende. Genau. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Da hat es angesprochen. Auch wenn man jetzt erstmal keine Netzengpässe erwartet, ist man trotzdem dazu verpflichtet. Also die Verpflichtung gilt für alle Netzbetreiber, sich auf dem Weg zu machen, dieses Zielmodell bis 29 auch umzusetzen. Nur die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit und in welcher zeitlichen und örtlichen Priorisierung man das Ganze umsetzt. Am Ende müssen alle in der Lage sein, das zu können. Aber hoffentlich wird das möglichst wenig dann genutzt. Okay, Vielleicht ich sehe ganz kurz. auch noch eine Ergänzung dazu von meiner Seite, weil es gerade, glaube ich, sehr, sehr gut dazu passt. Ich glaube, kommt das ganze Thema ja, vorausschauende Planung mit rein. Und eigentlich letztendlich sollte 14a in der Planung beginnen. Also dass sowohl in der, ich sag mal, vorausschauenden Netzplanung für auf die nächsten Jahre blicken, das halt berücksichtigt wird, als auch ich sage mal, in dem ganz praktischen Prozess der Netzanschluss- oder Netzverträglichkeitsprüfung. Das heißt also, wenn die Anfragen reinkommen, ist sowieso ja dann eine Zusagepflicht sozusagen für den Netzbetreiber da, aber gleichzeitig ist es eben aus unserer Sicht extrem wichtig, dann einen transparenten Überblick darüber zu haben, wo ist der Ramp-up wie, in welchen Gebieten und man auch sofort, damit man auch sofort identifizieren kann, wann wird es denn auch in gewissen Netzgebieten enger und damit auch 14a relevanter. Dass man da dann auch die Vorlaufzeiten, die man halt schon auch braucht, um dann ja 14a ready zu werden, vielleicht auch in einem Netzgebiet dann auch eben hat als Netzbetreiber. Chris, ich sehe, du hast dich eingeschaltet. Das könnte bedeuten, dass es Rückmeldungen gibt aus dem Kreise der Zuschauenden. Ja, dem ist absolut so. Es wird einerseits im Chat sehr munter diskutiert über praktische Fragen. Wir hatten zwischendurch auch einen kleinen Hänger offensichtlich in der Übertragung. Das bitte ich auf jeden Fall zu entschuldigen. Es gibt tatsächlich sehr praktische Fragen, die auch irgendwie hochgerankt wurden. Mal gucken, wer darauf antworten kann. Das ist einmal die Frage, muss der Verteilnetzbetreiber beim Wohnungswechsel erneut einen Vertrag mit dem neuen Betreiber abschließen? Und auch noch eine zweite sehr praktische Frage, von wem und wie wird der Gleichzeitigkeitsfaktor in Mehrfamilienhäuser festgelegt? Also wir sehen tatsächlich, viele beschäftigen sich jetzt ganz aktuell mit der konkreten Umsetzung. Ich weiß nicht, ob darauf jemand antworten kann. Ich kann es nicht, so viel kann ich sagen. Jetzt gucke ich in die Runde. Vielleicht das Thema mit den Gleichzeitigkeitsfaktoren. Das ist klar geregelt. Da gibt es verschiedene Formeln. Jemand hat das mal kommentiert im Sinne von, allein dafür müsste man studiert haben. Das ist nicht ganz der Fall. Also da ist maßgeblich die Anzahl der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Das Thema Wärme und Klima ist nochmal in einem einzelnen Term vor die Klammer gezogen sozusagen. Und daraus ergibt sich dann die Leistung, auf die reduziert wird in Summe. Und dann ist natürlich die Frage, mit wie vielen Zählpunkten das ausgestaltet ist. Die Vertragsfrage, da wird wahrscheinlich Herr Winter was antworten können, was bei einem Umzug passiert, ja. Ja, in der Tat haben Sie mir jetzt gerade die Frage weggeschnappt, die ich auch hätte besser beantworten können, nämlich bei den individuellen vertraglichen Regelungen. Also die Bundesnetzagentur ist ja bestrebt gewesen, das so zu machen, dass jetzt keine neue vertragliche Regelung zustande kommt. Jetzt müsste man natürlich die Fallkonstellation kennen, was hier jetzt gemeint ist. Wenn Sie natürlich umziehen und dort irgendwo ein neues Anschlussobjekt, dann brauchen Sie auch einen neuen Netzanschlussvertrag.
dann mit dem jeweiligen Netzbetreiber. Da müsste man jetzt tatsächlich nochmal drauf gucken, was da individuell gemeint ist. Kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Aber es zeigt doch, das ist doch schön, wie die Diskussion zeigt doch an der Stelle, mit welchen Folgefragen wir uns jetzt noch beschäftigen werden im Nachgang zu der Festlegung. Das heißt, diese Festlegung beantwortet vielleicht viele unserer Fragen, aber längst doch nicht alle. Das führt mich so ein bisschen, Frau Kadell, zu Ihnen, denn Sie sind ja jetzt sozusagen, Sie verkaufen unter anderem Wallboxen an Kunden und die müssen ja künftig auch steuerungsfähig sein. Was heißt denn das für Sie? Können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, was das jetzt für so einen Anbieter, also ich meine, das betrifft natürlich auch die Heizungsbauer, die jetzt auch schauen müssen, sind die Anlagen jetzt eigentlich steuerungsfähig? Sind sie so steuerungsfähig, wie die Bundesnetzagentur das gerne sehen würde? Ja, das ist eben, das sprach ich auch vorhin so ein bisschen an. Also die BNetzA hat, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier viel gesagt, wovon sie eben ausgeht, also beispielsweise EBUS. Aber so genau steht es da jetzt nicht drin. Das ist sicherlich auch nicht Aufgabe der Regulierungsbehörde, genau zu sagen, wie die technischen Anforderungen sind, weil man natürlich auf der anderen Seite ja auch bestrebt ist, das möglichst technologieneutral und so weiter zu halten. Das ist auch alles richtig. Aber jetzt steckt deswegen eben dann natürlich die Herausforderung in den Gesprächen zwischen den Marktakteuren, Netzbetreibern und so weiter. Ich glaube, das wird der FNN wird da auch eine große Rolle spielen, wo man eben genau sich technisch anguckt, was muss denn eben getan werden. Und es ist so, dass es auf jeden Fall auch eine dann also die BNetzA ist zumindest so, dass sie sagt, sie können jetzt nichts festschreiben, sind quasi auch die Hersteller. Was jetzt nicht bekannt, also man kann nichts einhalten, was nichts bekannt ist. Weil quasi nur die Festlegung alleine, so wie sie jetzt da ist, die ist dann doch wieder zu unkonkret, um jetzt ganz genau zu wissen, was man einhalten muss. Also klar, ich sprach es schon an, es wird auf jeden Fall von man, Entschuldigung, es wird quasi angesprochen, wovon die BNetzA ausgeht, was jetzt gerade funktioniert. Das sind eben Relaiskontakte, vorgeschaltete Schütze. Gleichzeitig gibt es dann eben aber auch so die Möglichkeit Direktansteuerung, Steuerung über HEMS, beides aber eben tatsächlich auch über die Steuerbox des Smart Meter Gateways. Da ist auch noch vieles unklar. Also das ist nicht so, dass man das jetzt genau eins zu eins weiß, was man einhalten muss. Und wir verkaufen als Elli natürlich nicht nur Wallboxen, sondern machen auch viele andere Dinge. Unter anderem sind wir auch Energielieferant. Auch als Energielieferant ist natürlich nicht ganz trivial, weil auf der einen Seite Verträge wurden angesprochen, da hat die BNetzA ja auch tatsächlich gesagt, es ist jetzt kein separater Vertrag ähnlich, sondern es ist schon so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich bei ihrem Energielieferanten eben melden und sagen, dass sie quasi unter diesem 14a neue Fassung sind, um dann eben auch tatsächlich dieses reduzierte Netzentgelt in Anspruch zu nehmen. Das wiederum muss über die Lieferanten abgerechnet werden. Das ist jetzt auch zum Beispiel für uns doch eine neue Situation. Da haben die Netzbetreiber in ihren vorläufigen Netzentgelten auch schon viel zu gesagt, wie das funktionieren kann. Die Marco wird da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Und dann kommt aber natürlich noch auch hier zu uns als Lieferant auch ein neues Thema, dieses ganze Thema zeitvariable Netzentgelte. Neben sowieso diesem ganzen Thema, dass wir auch dynamische Netzentgelte natürlich auch abbilden werden und müssen. Und dann im besten Fall so, dass es Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, dass es auch richtig ist und dass das Ganze natürlich aber irgendwie auch, also dass es nachvollziehbar und richtig ist. Also beides wird auf jeden Fall, also es werden spannende Jahre die nächsten kommen. Ja. Vielleicht auch das. Ja. Herr Schuster, Sie wollten. Ganz kurze Ergänzung, weil ich fand die Frage gerade so sinnbildlich. Was passiert denn jetzt? Welche sehr praktische Fragen. Wir haben so eine FAQ-Liste, die wächst jeden Tag. Man muss ja sehen, das passiert ja auch nicht im luftleeren Raum. Ne? Es gibt ja schon Anlagen, die unter der alten 14a-Regelung läuft. Da gibt es Teile, eine Übergangsregelung, Nachspeicherheizung, sind aber ausgeschlossen. Was ist, wenn ich eine bestimmte Konstellation in meinem Haushalt habe? Also diese Umsetzung, das meine ich bis in die letzte Ecke des Stromnetzes,
ist etwas, was, glaube ich, die zu Beginn erstmal, was die Regelung angeht, bis hin zu diesem Zielmodell, wo Elektroautos gesteuert werden, die noch gar nicht da sind, mit Smart Mietern, die noch gar nicht da sind, auf einem Netzmodell, was noch gar nicht da ist, was mit Daten gefüttert sind, die noch gar nicht da sind. Also das ist eine riesen Tragweite, die dieses Thema von jetzt bis in 2029 auf jeden Fall mit sich bringt. Vielleicht darf ich an der Stelle auch nochmal ergänzen. Also es bleiben in der Tat, das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt, bleiben noch eine Reihe von Fragen offen. Ist natürlich immer Licht und Schatten, wenn die Bundesnetzagentur nicht ganz genau festlegt, was man haben möchte, dann ist man zur Freiheit verdammt, wenn Sie so wollen, dass diese Dinge dann noch festgelegt werden müssen. Das ermöglicht natürlich eine gewisse Flexibilität. Wir haben in der Vergangenheit, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, sicherlich viele Beispiele auch gesehen, wo man in Gesetze auch im Umfeld jetzt, bei alles, was Smart Meter angeht, wo man sehr konkret geworden ist. Das war der Digitalisierung aus meiner Sicht nicht unbedingt immer förderlich. Insofern ist das Ganze zu machen über eine Branchenlösung, was dann in Regel auf die einschlägigen Verbände, also insbesondere BDEW, FNN und dann VKU hinauslaufen dürfte, unter Konsultation auch anderer Branchenteilnehmer, das darüber abzuwickeln, ist sicherlich sinnvoll. In Anbetracht der ganzen Punkte, die es gibt, muss man allerdings auch fairerweise feststellen, gut, da ist jetzt der Zeitstrahl, den man gesetzt hat und die Übergangsfristen, die es gibt, das ist schon alles sportlich. Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, weil wir haben ja in dem ganzen System, wir haben ja keine grüne Wiese, auf der wir arbeiten. Wir haben ein bestehendes System, die Dinge, die wir tun, müssen in dieses bestehende System reinpassen. Wenn Sie da eine Sonderlocke machen wollen, beispielsweise außerhalb der entsprechenden Fristen arbeiten in der Marktkommunikation, gibt es beispielsweise solche üblichen Umsetzungszeitpunkte, die man hat, dann haben Sie natürlich wieder einen riesengroßen Mehraufwand und dann sind Sie wieder sofort bei dem Ressourcenproblem. So, und da muss man jetzt, glaube ich, sehr genau hinschauen. Jetzt hat die Bundesnetzagentur definiert, was sie an dieser Stelle als Erwartungshaltung hat, hat mehrere Zeiten da genannt, aber ich glaube, das ist ein Punkt, da muss man nochmal einen genauen Blick drauf werfen, weil ich erwähne das Wort jetzt nochmal, dieses Thema Massentauglichkeit und da wirklich eine robuste Lösung zu haben, da, das ist wirklich ein Thema, das liegt mir am Herzen und da sollten wir auch schauen, dass wir da eine gute, zukunftsträchtige Lösung haben, weil nichts ist schlimmer, als wenn wir in eine Situation kommen, wo wir jetzt mit Blick auf eine vielleicht sehr optimistisch gewählte Deadline etwas festlegen beziehungsweise etwas als Branchenlösung erarbeiten, was sich dann ein Jahr später als untauglich oder zwei herausstellt. Dann sind wir dabei, dass wir teilweise die Rolle rückwärts machen müssen und das wäre nicht förderlich. Da gibt es leider andere Negativbeispiele, aber ich glaube, wir machen uns jetzt hier mit dieser Maßgabe auf den Weg. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass, und das merkt man ja so ein bisschen hier in der Diskussion, dass jetzt auch in der ganzen Branche eine gewisse Aufbruchsstimmung da ist durch diesen Rahmen. Und ich, da werden wir jetzt alles tun, um dorthin zu kommen, um diese Fristen einzuhalten. Ich mache nur so ein kleines Sternchen dran. Wie gesagt, am Ende ist die Funktionstüchtigkeit des Systems und die Nachhaltigkeit der Regelungen, die man da macht, das A und O, was das angeht. Ich komme auch tatsächlich an dieser Standardisierung als solches nicht vorbei. Entschuldigung. Also, weil es ist eben tatsächlich so, das bekannte Argument hört man häufig, aber wir haben es hier jetzt in der Runde noch nicht gehabt. Herr Winter ist ja tatsächlich nicht der einzige Netzbetreiber in Deutschland. Also wir haben hier sehr, sehr viele. Und wenn jetzt beispielsweise für uns der Horror wäre wirklich, dass man für jedes Netzgebiet individuell prüfen müsste, was da eben auch für Vorgaben gelten und welche Schnittstellen gefordert sind. Das wäre quasi wirklich der Tod einer massengeschäftstauglichen Abwicklung. Und im schönsten Fall wäre es natürlich, wenn es europaweit einheitlich wäre, aber ich meine, gut, man muss eben irgendwann auch gucken, was realistisch ist, was nicht. Damit kommt man vielleicht noch klar, aber was nicht realistisch ist, ist Schwerin eigene Vorgaben, Hamburg eigene Vorgaben, Berlin eigene Vorgaben. Das ist, das würde das Ganze auf jeden Fall abnehmen. Ja, das denke ich auch. Ich würde gerne einen Aspekt hier nochmal mit reinbringen, der jetzt explizit noch nicht zur Sprache gekommen ist. Wir haben ja bislang, wenn wir über das Netz und den Netzausbau und die Herausforderungen im Netz gesprochen haben, in den letzten Jahren viel über den Smart Meter Rollout gesprochen. Der ist jetzt ein Prozess, der
ich glaube, nicht ganz reibungslos verlaufen ist in der Vergangenheit, aber auch da gibt es viele neue Ansätze, die Grund für Hoffnung geben, dass sich da viel tut. Mich würde interessieren, wie laufen diese Prozesse ineinander, 14a und Smart Meter Rollout? Sind das Dinge, die sich gegenseitig gut ergänzen? Sehen Sie da vielleicht auch Aspekte, die sich nicht gut vertragen, die konträr zueinander laufen? Oder inwieweit sehen Sie da Konfliktfelder, die entstehen könnten? Oder ist das sozusagen bedingt das eine das andere? Das ist eine offene Frage. Wer sich angesprochen fühlt, darf gerne das Wort ergreifen. Ja, ich glaube, wenn ich vielleicht mal den Anfang machen darf an der Stelle, also es ist ja relativ klar, dass für eine Umsetzung für 14a, insbesondere wenn Sie dann in komplexere Mechanismen reinkommen, ja, da wird es einfach keinen Weg daran vorbeigeben. Da ist nun mal dieses Thema Smart Meter Gateway, intelligente Messsysteme, ist da das Mittel der Wahl. Und da hat der Gesetzgeber ja sehr, sehr, sehr deutlich gesagt, dass das auch der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft werden soll. Das heißt, das bedingt das auf jeden Fall. Das hat, wenn Sie jetzt dieses Thema Rollout sich anschauen, hat das natürlich gewisse Auswirkungen. Es gibt gewisse Rollout-Planung, die alle, Schrägstrich die meisten von uns haben dürften, was das angeht. Jetzt müssen Sie natürlich schauen, wir waren eben bei diesem Thema Beobachtbarkeit der Netze, dass Sie das miteinander verknüpfen. Also Sie können jetzt nicht, was Sie vielleicht machen würden, jetzt mal aus Sicht eines Dienstleisters, zumindest wir haben das, regeln das über einen Dienstleister auch, Sie können jetzt nicht einfach den ganzen Straßenzug runterfahren und die Leute dort ausstatten, denn wenn Sie Ihre Rollout-Planung so machen, dann werden Sie feststellen, dass Sie dann gebietsweise zwar eine sehr, sehr hohe Quote haben am Ende des Tages, aber Sie werden nicht auf diese Netzabdeckung kommen, die Sie brauchen, um eben diese State Estimation durchführen zu können. Das heißt, da haben Sie plötzlich Verknüpfungspunkte, die sich ergeben, die man beachten muss, die vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Dimension jetzt in dieses Thema des Smart Meter Rollouts bringen. Ganz grundsätzlich, das kam ja eben schon mal zur Sprache, glaube ich, hat man das ganz solide verknüpft, so würde ich es mal ausdrücken. Es bedingt halt einfach dieser Smart Meter Gateways als zentrale Infrastruktur, aber ich glaube zumindest, dass das Mittel der Wahl wird. Das war relativ früh auch in der Branche sehr, sehr klar. Da hatte der Gesetzgeber ja schon rund um das Messstellenbetriebsgesetz immer sehr, sehr deutlich gesagt, wir wollen, dass das die zentrale Drehscheibe wird in diesem Bereich. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Also in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass das Thema Smart Meter Rollout aus den gerade geschilderten, also Smart, die maßgebliche Technologie für die Steuerung und auch in Teilen für die Netzzustandsermittlung notwendig ist, ist das eines der Aspekte, die so richtig Schwung bekommen haben. Jetzt in den vergangenen Wochen und auch im nächsten Jahr, dass man da nochmal klar wird, auch für die Netzbetreiber, die dann auch mit der Rollendefinition der Messstellenbetreiber hat, dann auch im Rahmen von 14a verschiedene weitere Funktionalitäten. Da hat man jetzt nochmal, das ist jetzt auch im Spotlight und muss jetzt gleichzeitig mit angegangen werden. Das merken wir und das macht das Ganze nicht einfacher, aber das hat richtig Schwung bekommen. So ist unsere Wahrnehmung zumindest. Und es ist aus meiner Sicht klar, es werden jetzt im Detail noch einige Punkte herauskommen, aber so grobe Webfehler sind uns da bisher noch nicht aufgefallen. Okay, das ist doch schon mal gut zu hören. Okay, dann glaube ich, wenn es dazu jetzt keine Anmerkungen mehr gibt, kommen wir so langsam auf die Schlussgerade. Wie man sagt, ich würde gerne eine letzte Schlussrunde mit Ihnen machen, mit dem Blick in die Zukunft. Denn wir wissen ja, das ganze Modell ist ja noch nicht zu Ende. Da werden sozusagen weitere Schritte folgen. Die sind auch im System schon angelegt, kann man, glaube ich, sagen. Vielleicht können wir da noch mal einen Blick drauf werfen, welche Schwerpunkte Sie da setzen. Wo würden Sie jetzt, wenn Sie das Modell in die Zukunft denken, 14a, die Netzintegration steuerbarer Verbraucher, wo würden Sie dann die nächsten Schritte sehen? Was muss noch passieren mit Blick darauf, dass sich das Gesamtsystem ja auch immer noch weiterentwickelt? Ja gut, dann mache ich an der Stelle auch einfach mal den Anfang. Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist jetzt erst einmal anfangen auf der Basis, die wir da jetzt gerade haben. Dieses Thema, die Beobachtbarkeit in die Niederspannung reinzukriegen, wenn wir das haben und die Steuerbarkeit und flächendeckende Regelung, ist das jetzt zum letzten Mal für massengeschäftstaugliche Anwendungen,
dann ist dort sicherlich schon ein ganz großer Teil der Aufgabe erledigt. Ich glaube, wenn wir jetzt ganz langfristig denken, dann liegt die Herausforderung vielleicht auch darin, sich nochmal systemisch Gedanken zu machen, wie diese Dinge miteinander interagieren. Wir hatten jetzt gerade mehrfach am Rande dieses Thema Netzentgelte angesprochen und dann auch eine netzorientierte Netzentgelte dynamischer Natur. Das ist natürlich nicht der einzige Impuls, den ich dann kriege. Und wenn wir in ein System gehen, wo wir immer mehr in Flexibilitäten denken, dann werden wir Verbraucher kriegen, die ganz unterschiedliche Signale dort bekommen. Das ist im Grunde genommen auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Damit lassen sich auch Effekte bzw. Potenziale nutzen. Es kam eben schon zur Sprache, beispielsweise für das Gesamtsystem, für die Integration erneuerbarer Energien. Wir müssen uns aber sehr genau anschauen, was haben wir hier eigentlich für Effekte, wie interagieren die? Ja. Also wenn ich jetzt mal in Richtung eines Übertragungsnetzbetreibers denke, der sagt, oh, das ist ja schön, ich habe jetzt hier ja eine dreistellige Anzahl, wenn wir denn bei so großen Integrationsleistungen sind, eine dreistellige Anzahl an Gigawatts Leistung, auf die ich potenziell zugreifen kann. Ja, wenn er das macht, dann hat aber vielleicht der Verteilnetzbetreiber, wo er das macht, plötzlich ein Thema. Und da müssen wir gucken, dass hier die richtigen Impulse gesetzt werden für das Zusammenspiel. Wir müssen uns ganz langfristig Gedanken machen, was wollen wir? Weil ich glaube, es kann schon zu Situationen kommen, wo wir ganz extreme Effekte sehen mit Blick, also hin zu großen Durchdringungen. Ich glaube, das ist jetzt für die nähere Zukunft noch kein Thema, aber wo wir schon große marktliche Effekte sehen. Denn wenn wir dieses Thema marktorientierte Steuerung haben, ja, wenn sich Anlagen optimieren, wenn wir Energiemanagementsysteme zu Hause mehr und mehr Einzug halten, dann habe ich natürlich auch mehr und mehr Gleichzeitigkeit im System. Das muss ich mir einfach bewusst sein, weil das Preissignal, das dort vom Markt kommt, wird dann sehr einheitlich agieren und dann werden wahrscheinlich viele Systeme sehr gleichartig agieren. Und dann müssen wir so ein bisschen schauen, wie wägen wir das gegeneinander ab. Wir werden versuchen, weiterhin als Netzbetreiber unsere Netze, soweit es denn eben geht, dann auszubauen auf diese Situation. Wie gesagt, wir sind dort auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben ein sehr stabiles Netz. Aber ich glaube, ganz langfristig muss man sich schon nochmal Gedanken machen, was ist eigentlich unser Zielsystem? Welche Rolle hat Flexibilität, vielleicht auch nochmal Flexibilität und Netzausbau stärker dort an der Stelle zusammen betrachten? Aber zurückkommt auf das, was ich eingangs sagte. Ich glaube, jetzt erstmal dort die Umsetzung, Beobachtbarkeit, Niederspannung, Steuerbarkeit, also das, was jetzt auf den Tisch liegt, die Aufgabe lösen. Das ist schon herausfordernd genug, auch mit der praktischen Umsetzung. Und dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Es sind natürlich auch viele Chancen drin. Also ich meine, man muss ja nicht unbedingt immer nur das Ganze als Problem sehen, sondern gerade diese zeitvariablen Netzentgelte sind ja eigentlich auch dafür gedacht, gerade eben die Lastenzeiten zu verlagern, wo sie weniger stört, sag ich mal so. Und eben insbesondere, dann gibt es ja auch viele Studien, die schön zeigen, dass man eben darüber auch relativ unkompliziert und eben auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher möglichst wenig wahrnehmbar, beispielsweise im Laden in den Nachtstunden, dass das eben natürlich auch das ganze System entlastet und eben auch zukünftiger besser betreiben lässt. Vielleicht von meiner Seite dann noch ergänzt, so ein bisschen nochmal die technische Sicht oder auch netztechnische Sicht, da, wenn man jetzt den Blick in die Zukunft wagt, ist eigentlich 14a jetzt ein schöner erster sehr konkreter Use Case in Richtung Niederspannungsleitsystem gedacht, also wirklich der konkreteren Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse rund um das Niederspannungsnetz, was wir eben aus meiner Sicht brauchen als wichtigen Enabler für die Energiewende. Und da ist es eigentlich schön, jetzt so einen ersten sehr konkreten, sehr greifbaren Use Case zu haben, mit dem wir dann aber eigentlich auch technische Fähigkeiten in den Netzen aufbauen, die uns auch an vielen anderen Stellen und auch für viele weitere Anwendungsfälle zukünftig im Zielbild für die Energiewende helfen. Genau. Vielleicht ganz nur ein Satz. Genau. Ich glaube, es ist gar nicht eine Frage, ob, sondern eine Frage, wie die Flexibilität in der Niederspannung, die brauchen wir für die Funktionsweise des Gesamtsystems in der Zukunft. Die muss irgendwie entfesselt werden. Und da ist 14 aus meiner Sicht die Sicherung für alles das, was noch kommt. Und deshalb eine ganz wichtige Grundlage und deshalb auch richtig, damit zu beginnen und darauf dann entsprechend auch aufzubauen. Aber das ist noch lange nicht das Ende hin zu auch einem klimaneutralen Stromsystem. Aber das Bild der Sicherung gefällt mir gut. Das ist ja, das leuchtet mir ein. Es ist tatsächlich ja wirklich nur die Absicherung und alles, was da oben drauf kommt, das ist dann, man kann es Markt nennen oder was auch immer, aber da passiert dann ja noch vielleicht in der Zukunft eine ganze Menge. Chris, kommt von dir noch ein Einwurf aus den
aus dem Kreise der Zuschauenden? Also was ich feststellen kann, es ist sehr munter auch nebenbei mitdiskutiert worden. Viele Fragen sind parallel auch untereinander geklärt worden. Das war sehr schön zu sehen. Wir haben also auch gesehen, dass wir haben ein sehr kompetentes Publikum. Ich glaube, weitere Fragen müssen wir jetzt nicht mehr reinspielen. Wir sind ein paar Minuten über die Zeit. Insofern würde ich vielleicht die Gelegenheit ergreifen, erstmal unseren Diskutantinnen und Diskutanten ganz herzlich zu danken für die anregende Diskussion zu einem ja durchaus komplexen Thema. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, jetzt die aktuelle Festlegung, Neufestlegung von Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz, das ist der Startschuss. Also wir stehen eigentlich an der Startlinie. Ein Ziel ist auch sichtbar, aber es ist, glaube ich, ganz klar, das, was vor uns liegt, ist kein 100-Meter-Lauf, weil wir laufen ja jetzt nicht irgendwie schnell über eine gerade Strecke, sondern es wird eher kompliziert. Hindernislauf. Ja, genau. Ist es ein Hürdenlauf oder wird es vielleicht sogar eher ein Hindernislauf? Das habe ich mich zwischendurch gefragt, weil ja doch viele Festlegungen eben noch zu treffen sind. Ich hoffe, es wird ein Hürdenlauf, den alle elegant nehmen und kein Hindernislauf, wo wir noch das eine oder andere mal ins Straucheln geraten. Ich glaube, das haben wir ja beim Smart Meter Rollout gesehen. Das tut uns nicht gut. Das tut dem gesamten Stromsystem auch nicht gut. Denn das Ziel muss ja ganz klar sein, ein energiewendetaugliches Stromnetz, das fit ist für die Integration der erneuerbaren Energien und aller neuen Energiewendetechnologien. Also da ist, kann ich einfach nur nochmal wiederholen, das, was Sie alle gerade auch gesagt haben. Der erste Schritt ist getan, aber viele müssen eben noch folgen. Vielen Dank auch Ruben für die Moderation, dass du uns sehr kompetent durch dieses Thema durchgelotst hast. Ich würde sagen, an meiner Stelle bleibt dann nur noch allen vielen Dank zu sagen, auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal Entschuldigung für den zwischenzeitlichen Hänger. Der nächste Talk findet im nächsten Jahr statt, am 18. Januar. Dann haben wir ein Thema auf dem Programm, das für das Stromsystem auch durchaus sehr relevant ist und für die Zukunftsfähigkeit. Wir wollen uns nämlich dann über die Kraftwerksstrategie unterhalten. Wir hatten ursprünglich mal die Hoffnung, als wir den Termin angesetzt haben, dass da schon etwas mehr Klarheit herrscht. Ich glaube, da ist momentan nach aktuellem Stand nicht davon auszugehen, auch wenn wir jetzt heute gehört haben, dass zumindest die Haushaltsstreitereien in der Ampelkoalition beigelegt sind. Das war ein Grund, warum jetzt auch die Diskussion über die Kraftwerksstrategie erstmal auf Hold waren. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Aber davor, bis wir da sind, kommt jetzt erstmal hoffentlich für alle eine ruhige, eine besinnliche und schöne Adventszeit und dann schöne und ja in der Familie tolle Weihnachtstage. Und ich wünsche dann schon mal allen einen guten Start ins neue Jahr. Ja, vielen Dank. Danke, ebenso. Meine Seite. Vielen Dank. Nein.